Wir kommen nach Österreich. In der teilverstaatlichten Telekom habe es ein System der Korruption gegeben. Das hat der Anwalt eines ehemaligen Telekom-Managers gestern hier im ZIP2-Studio gesagt. Und ein Großteil der Vorwürfe sei noch gar nicht öffentlich bekannt. Was bisher bekannt ist, hat aber ausgereicht, dass der ehemalige Vizekanzler Hubert Gorbach heute in einer Blitzaktion aus dem BZÖ ausgeschlossen wurde. Gegen Gorbach wird wegen Korruptionsverdachts ermittelt und für so jemanden sei kein Platz im BZÖ, sagt Parteichef Bucher. Aber damit ist die Affäre für das BZÖ noch keineswegs zu Ende. Auch die Partei hatte immer wieder seltsame Geldquellen, nicht nur in der Telekom. Hubert Gorbach muss raus aus der Partei. Für das Bundes-BZÖ ist das fix. In Vorarlberg war das bis vor 2 Stunden noch nicht so klar. Nachdem man keine gerichtliche Urteil da ist, sehe ich nicht ein, dass man jemanden schon rauswirft, bevor ein Gerichtsurteil da ist. Ex-Infrastrukturminister Hubert Gorbach soll nach seiner Amtszeit 264.000 Euro von der Telekom Austria bekommen haben. Und zwar, um seine Sekretärin bezahlen zu können. Eine Starthilfe für den Jungunternehmer Gorbach. Doch nicht nur er soll profitiert haben. Auch seine Partei taucht im Zusammenhang mit den Telekom-Zahlungen auf. Über die Wiener Agentur Schmid sollen 600.000 Euro an das BZÖ geflossen sein, berichtet News. Das BZÖ spricht nur von 300.000 Euro. Wo das Geld hingekommen ist, sei nicht bekannt. Parteichef Bucher geht davon aus, dass niemand anderer im BZÖ mit den Zahlungen etwas zu tun hat. Ist sich aber nicht zu 100% sicher. Ausschließen kann man nie etwas, wenn man nicht 100%ig sicher ist, was alles gelaufen ist. Und ich kann nur ausschließen, dass in meiner Zeit und unter meiner Verantwortung irgendetwas gelaufen ist, was nicht rechtlich gedeckt wäre. Die Gründung des BZÖ im April 2005. Vizekanzler Gorbach, Parteichef Haider, Bündnissprecher Scheuch, Clubchef Scheibner, Sozialministerin Hauptner. Eine FPÖ-Abspaltung mit Finanzierungsbedarf. Das BZÖ gründet die Werbeagentur Orange und kommt an lukrative Aufträge. Im Jahr 2006 wird bekannt, dass die Strabag 240.000 Euro an die BZÖ-Werbeagentur gezahlt hat. Und zwar für ein PR-Konzept zur Einführung der Lkw-Maut in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Die Studie ist im Zuge des Baus der Nordautobahn erstellt worden. Verkehrsminister damals Hubert Gorbach. Das Jahr 2006 ist ein gutes Geschäftsjahr für die Agentur Orange. 3.000 Euro bekommt die BZÖ-Werbeagentur für eine Studie zum Thema Online-Glücksspiel. Auftraggeber sind die österreichischen Lotterien. Die Studie hat gerade einmal 10 Seiten. Das macht pro Seite 30.000 Euro. Der Verdacht, auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, Parteienfinanzierung. Josef Bucher will mit all diesen Vorwürfen nichts zu tun haben. Aber was passiert, wenn bei dem ein oder anderen Parteimitglied doch noch etwas auftaucht? Jeder weiß mit diesem heutigen Signal, welche Konsequenzen er zu erleiden hat, wenn etwas auftaucht, was nicht in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, für alle klar und missverständlich heute zum Ausdruck gebracht worden. Der ehemalige Vizekanzler hat sich bis zum Schluss gegen seinen Ausschluss gewehrt. Allein die Parteikollegen haben jetzt entschieden. Für Gorbach war es heute der letzte Tag in der Partei. Vorwürfe gibt es in der Telekom-Affäre aber auch Richtung ÖVP, vor allem im Zusammenhang mit einem Behördenfunkvertrag, der unter Ernst Strasser als Innenminister neu vergeben wurde, aber auch mit Spenden an die Fraktion christlicher Gewerkschafter. Wir haben heute den ganzen Tag über versucht, zahlreiche ÖVP-Politiker zu diesen Vorwürfen zu befragen, aber kein einziger wollte dazu eine Stellungnahme abgeben. Und um die Affären bei der Telekom und ihre Auswirkungen geht es heute auch noch in unserem Wirtschaftsmagazin Echo, gleich nach der ZIP2 hier in ORF 2.